Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag, Happy Montag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hello, hello, hello people. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Und falls nicht, hoffe ich, dass die nächste Woche für euch wesentlich besser wird. Ich bin hier eben so ein bisschen durch mein, ich sage immer Studio, eigentlich ist das nur eine Abstellkammer, durchgewandert und habe so ein paar Produkte rausgesucht, die ich hier recht gerne benutze, teilweise, sehe ich sie gerade überall auf TikTok, auf Instagram und ich dachte mir, wir packen einfach heute alles mal zusammen, testen wirklich, es sind eigentlich alles neue Produkte, beziehungsweise für mich neu, ihr wisst, wie ich es meine, und wir werden das heute alles an mein Gesicht bringen. Ich habe richtig, richtig Lust darauf, weil ich der Meinung bin, dass wir entweder ein richtig, richtig krasses Ergebnis haben werden oder den totalen Flop. Und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Kleine Ankündigung, kleine Werbung in eigener Sache. Freunde, trust and believe, das Microfiber Multitool hat eine komplett neue Verpackung bekommen. Falls ihr das Microfiber Multitool nicht kennt, ihr könnt damit euer Make-up auftragen, ihr könnt damit euer Make-up runternehmen, ihr könnt damit eure Pinsel sauber machen, ihr könnt damit euer Bart putzen, ihr könnt damit euer Auto putzen, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Es ist iconic. Es ist wirklich... Ich habe schon viele, viele Produkte rausgebracht, aber das ist ein Produkt, was ich jeden Tag benutze, unabhängig von dekorativer Kosmetik. Dieses Schätzchen benutze ich jeden Tag. Und es gibt eine neue Verpackung, denn ihr wisst es kommt vermutlich Ende der Woche, Anfang nächster Woche, wer weiß das schon. Falls ihr noch nicht informiert seid, dann seid ihr mit Sicherheit nicht in dem WhatsApp-Club von Giacomo Cosmetics mit drin. Wird es einen neuen Launch geben und da haben wir das Packaging dazu angepasst. Also falls ihr das noch nicht habt, schaut unbedingt im Shop vorbei, ist für euch verlinkt. Ich möchte aber gar nicht so viel quatschen, denn ich habe hier wirklich Produkte dabei, die ich jetzt schon ein paar Mal getestet habe und ich würde da gerne eure Meinung zu haben. Ich finde es natürlich immer super hilfreich, wenn wir uns in den Kommentaren austauschen über Produkte, die, naja, über die gerade jeder spricht, aber niemand sagt, es ist gut, es ist nicht gut. Und deswegen machen wir das heute. Zuallererst starten wir mit den Augenbrauen. Wer erinnert sich? Augenbrauen sind schon drauf. Es gibt einen Brow Lift von e.l.f. Ich arbeite gerade an einem Fullface e.l.f. Video, sollte auch in den nächsten Wochen auf jeden Fall kommen. Aber ihr wisst, dass ich der größte Fan von dem Anastasia Beverly Hills Brow Freeze bin. Das ist teuer, das ist gut, aber das ist ganz schön teuer. Und e.l.f. hat 1:1 dasselbe rausgebracht. Die Verpackung ist ein bisschen anders, aber im Prinzip ist das Produkt gleich. Und ich habe es auch schon getestet und guess what? Es ist gleich. Ich merke absolut gar keinen Unterschied. Wir haben dieses durchsichtige Gel und da gehe ich einfach mit rein. Und ich fange von oben an, arbeite mir das Produkt in die Augenbrauen und da muss man schnell sein. Dann bürste ich mir die Augenbrauen nach oben. Und ihr seht direkt den Unterschied, wie voll und wie prall die Augenbrauen sind. Und wenn man sich die dann richtig an die Haut andrückt, haben wir einfach ein ganz anderes Ergebnis. Und das hält mindestens genauso lange wie das von Anastasia Beverly Hills, kostet aber... Ich glaube, das liegt bei 6 Euro. Ich gucke mal, dass ich euch alle Produkte, die es auf jeden Fall schon gibt, unten in die Infobox verlinke. Sehr, sehr große Empfehlung, falls ihr euch das Anastasia Beverly Hills Brow Freeze immer mal kaufen wolltet, aber ihr euch so ein bisschen unsicher wart, ob sich das lohnt. Probiert das erstmal aus und wenn ihr diesen Look und diese Textur mögt, weil diese gelartige Feathered Brows Technik ist nicht jedermanns Sache. Ich persönlich mag das total gerne. Das Problem dabei ist, ich kenne das Gefühl, ihr könnt dann eure Augenbrauen nicht mehr bewegen. Also da bewegt sich nichts mehr. Und das soll, für mich soll das so sein, das macht das Produkt sehr, sehr gut. Man muss immer so ein bisschen schnell arbeiten. Das ist anders als das von Catrice. Bei Catrice muss man so ein bisschen aufpassen, dass man danach nicht mehr durchgeht. Das ist foolproof. Es sieht gut aus, es ist natürlich, es hält. Und wenn ihr schon volle Augenbrauen habt und sie einfach nur so ein bisschen geformt haben wollt, könnte das ein ganz spannendes Produkt sein. Ich gehe im Anschluss dann wirklich nur noch mit so einem Augenbrauenstift hier durch, um die kahlen Stellen aufzufüllen. Und ihr habt einen super casual, natürlichen Augenbrauenlook. Große, große Empfehlung. Jetzt wird spannend, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr Euphoria guckt. Euphoria ist, glaube ich, die zweiterfolgreichste TV-Serie aus Amerika von HBO, glaube ich. Ist ein bisschen wild, die Serie, aber das Make-up dort
spricht für sich. Wir haben sehr, sehr buntes Make-up, wir haben sehr grelles Make-up, wir haben Glitzer, wir haben fantastische Texturen auf der Haut. Und eine Foundation ist in den letzten Wochen ziemlich viral gegangen. Das ist die Chantecaille Foundation. Das ist die Future Skin Oil-Free Gel Foundation. Erinnert mich so ein bisschen, glaube ich zumindest, ich habe sie selber noch nicht getestet, an die Suku Foundation. Die kommt in so einem Bottich. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal getragen, aber immer mit verschiedenen Produkten drunter. Und ich habe es nicht so... Ich weiß nicht, ob ich es mochte. Deswegen dachte ich mir, packen wir es jetzt einfach hier nochmal rein, tragen es nochmal unterschiedlich auf. Das ist eine Foundation auf Gelbasis, also auf Wasserbasis. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal keine Primer drunter. Damit will ich jetzt nicht arbeiten. Ich hole mir mal ein bisschen raus. Die Foundation ist schweineteuer. Ich bin froh, dass ich sie nur in einer Farbe gekauft habe und sie so... Ja, passend tut sie jetzt nicht, aber es ist okay. Ich glaube, die liegt bei 80 Euro. Und das Krasse ist, kennt ihr Wackelpudding? Mit Sicherheit. Und wenn ihr Wackelpudding mit Foundation-Farbe einfärbt, habt ihr ungefähr dasselbe. Aber es ist so eine Mischung aus Mousse und Zahnpasta und cremig und gelig. Eine sehr, sehr, sehr verrückte Textur. Ich arbeite mir jetzt meine halbe Seite mit einem Schwamm ein. Die letzten Male habe ich das Ganze immer mit einem Pinsel gemacht, weil ich gedacht habe, okay, bei Euphoria benutzen sie meistens Pinsel. Die Foundation soll aussehen, als hätte man keine Foundation drauf. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Also man erkennt nicht das, was auf der Haut ist. Ihr kennt das Gefühl wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen Foundation im Gesicht hat, dann sieht man ja trotzdem irgendwie immer, dass man Foundation drauf hat. Das habt ihr hier nicht. Ich mache jetzt erstmal hier eine halbe Seite mit einem Schwamm, der nicht richtig nass ist, nur so ganz, 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 ganz leicht. Und arbeite mir meine halbe Seite ein. Und vielleicht gefällt sie mir heute besser. Ich mag die Dose gar nicht. Ich finde das furchtbar, dass das in so einer Dose kommt und ich nicht so weiß, wie ich das da rausholen kann. Ich habe schon überlegt, ob ich sie mir umfülle in so einen Pumpspender. Ihr seht direkt einen Unterschied, ne? Aber ich hole euch gleich ein Stückchen heran. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also... Das ist anders. Es ist schwierig, das zu beschreiben, weil ich sowas selber auch noch nie benutzt habe. Wenn ihr euch eincremt und die Creme eingezogen ist, habt ihr ja trotzdem immer noch so dieses Gefühl von einer mit Feuchtigkeit versorgten Haut. Das macht diese Foundation. Das ist so ein bisschen... Oh, böses Blut. Erinnert ihr euch an Becker? Die haben ja vor anderthalb Jahren diese Sub-Zero Foundation rausgebracht, die No Foundation Foundation, ohne Pigment. Das war einfach ein Silikon-Mousse. Das hier wäre das Produkt gewesen, was sie hätten rausbringen müssen, anstelle einer transparenten Foundation. Das ist Quatsch, der Name sagt ja schon was anderes. Ich hole euch gleich ran und dann erkennt ihr, was ich meine. Jetzt mit einem halbwegs trockenen Schwamm, muss ich sagen, gefällt mir das wesentlich besser als mit einem feuchten Schwamm. Und farblich passt sie auch wesentlich besser als angenommen. Schaut mal. Also, ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Ich bin jetzt selber gerade so ein bisschen verwirrt. Die hat natürlich nicht so eine extrem hohe Deckkraft, das ist klar. Das soll sie auch nicht haben. Aber die Haut sieht... Seht ihr, was ich meine? Ich glaube, ich rede mich über Kopf, durch Kopf, über Kopf, in Kopf und Kragen. Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Und jetzt gefällt sie mir tatsächlich bis jetzt am allerbesten in der Zeit, wo ich sie getragen habe. Und ich habe sie jetzt wirklich schon die letzten Wochen benutzt. Ich mache mal die andere Seite. Okay. Ihr habt gesehen, wie schnell das geht, weil die halt so flüssig und so weich irgendwie ist, dass man kaum irgendwie verblenden muss. Was ich feststelle ist, die macht halt nichts anderes, außer alles so ein bisschen ebenmäßiger von der Farbe her. Sie verändert aber nicht die Hauttextur oder so. Das ist ja oft bei deckenderen Foundations, dass die Hautoberfläche dann ein bisschen ebener ist. Das macht sie hier nicht. Sie verkleinert keine Poren, sie kaschiert Rötungen natürlich nur so ein bisschen und durch die Formulierung ist sie auch sehr, sehr leicht auf der Haut. Also sie sieht tatsächlich einfach 1:1 aus wie Haut. Wenn man eine gute, gute Haut hat, könnte das eine gute Sache sein. Oder wenn man wirklich dieses Supernatural Make-up haben möchte.
Ich habe mir jetzt mal schnell ein bisschen Concealer aufgetragen, damit der kurz ein bisschen antrocknen kann. Und wir tragen diesen Blush auf. Ich habe den jetzt schon eine Weile zu Hause, habe auch schon viel benutzt. Und ich muss sagen, dass es tatsächlich aktuell einer meiner liebsten Liquid Blushes. Das ist der Torrid Liquid Blush von NARS. Der ist extrem ergiebig. Also ich habe den jetzt bestimmt seit Januar, ihr habt den in einem Haul gesehen. Und der ist noch nicht mal ansatzweise so, dass man sieht, dass man ihn benutzt hat. Ihr braucht maximal diese Menge hier. Und die arbeite ich mir mit einem Pinsel auch erstmal ein, schön in meine Hand. Und dadurch, dass der auch auf Wasserbasis ist, sollte der ja jetzt eigentlich ganz gut der Foundation funktionieren, oder? Oh, schade. Eine Technik hatte ich neulich gesehen von jemandem, der hat Blush als erstes draufgegeben, weil er der Meinung war, dass die Röte vom Gesicht kommt ja auch von unten und sitzt nicht oben drauf. Vielleicht, wenn ihr wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mache ich nochmal so ein Video, wo ich Make-up-Techniken von Make-up-Artists teste, ob sie funktionieren. So ist der aber wirklich süß. Ich baue mir gleich noch ein bisschen mehr auf, wenn ich den Concealer ausgeblendet habe. Crazy. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen Blush. Es wird nämlich gleich spannend. Ich muss aufpassen, dass es nicht zu rosa um die Augen wird. Denn wir haben einen rosa Baking Powder gleich. Also der Blush ist wirklich schön. Ich probiere jetzt wirklich nicht zu viel benutzen. Ihr werdet nämlich gleich sehen, warum. Concealer hat sich sehr, sehr gut mit der Foundation vertragen, muss ich sagen. First Impression. Also alles fein. Und jetzt wird es wirklich wild, Freunde. Ich habe hier ein neues Puder von Huda Beauty. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Wartet mal. Das eine ist gelb, das andere ist literally rosa, pink, bright pinkes Puder. Und das Huda Beauty Easy Bake ist aus dem High-End-Bereich eins meiner Liebsten. Ich habe mein eigenes mittlerweile, es gibt es aber nicht mehr. Nicht, dass es heißt, ich habe es nur einmal rausgebracht und benutze es nicht mehr. Es ärgert mich, wenn ich euch in den Videos Sachen zeige und ihr dann traurig seid, wenn ihr sie nicht mehr kriegen könnt. Ich nehme mein Microfiber Multitool Mini und arbeite mir das Puder hier unten ein. Und wenn ihr Augenringe habt oder zu dunkleren Augenschatten neigt, ist das die Lösung. Ich weiß nicht, warum da vorher noch keiner drauf gekommen ist, ein wirklich, wirklich pinkes Puder rauszubringen. Aber das ist eins der besten Puder, die ich jemals von Huda Beauty gesehen habe. Generell hat Huda Beauty wirklich einer der besten Puder. Ein bisschen reicht und den Rest der Foundation will ich gar nicht setten, weil die settet sich irgendwie so ein bisschen von selbst. Schaut mal. Und das korrigiert total ebenmäßig die Augenschatten, weil es halt nur so leicht ist. Man sieht nicht mehr, dass es rosa ist. Ich habe natürlich jetzt auch einen rosanen Concealer genommen und den rosanen Blush ist natürlich viel pink. Aber wisst ihr, was ich meine? Das gibt halt so eine Grundform oder so eine Grundfarbe einfach schon hin und optisch sieht das Ganze dann ebenmäßiger aus. Ich mag das sehr, sehr gerne. Auch die Foundation, ich würde die gar nicht setten. Also mir gefällt die ungesettet besser als gesettet. Okay, also das Huda Beauty Easy Bake ist wirklich eine sehr, sehr, sehr große Empfehlung von mir mittlerweile. Ich will mir noch so ein bisschen Kontur aufgeben und möchte jetzt noch einen Bronzer benutzen. Und das ist dieser hier aus der Disney und Catrice Reihe. Sehr, sehr schöner Bronzer. Das ist der Lady and the Tramp Be Brave von Lady, inspiriert von Lady. Ich habe Catrice gefragt, es kommt im April raus, also es müsste in der nächsten, übernächsten Woche soweit sein. Ich wollte euch einfach nur noch mal dran erinnern. Das ist ein wirklich sehr, 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 sehr schöner Bronzer aus der Drogerie. Der ist nicht zu warm, der ist nicht zu kühl, der gibt eine schöne Farbe ins Gesicht. Ja, er hat einfach eine sehr, 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 sehr schöne Farbe und er riecht so ein bisschen wie der, den gab es mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr in der Sommer-LE, der Sun Glow Bronzer oder so. Sehr, 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 sehr schön und riesengroß, den kriegt er niemals leer. Und für die Augen möchte ich die passende Palette dazu benutzen. Auch die ist aus der Disney-Reihe. Es gibt zwar mittlerweile ein komplettes Video auf dem Catrice-Kanal, wo ich die Produkte teste, aber ich wollte nochmal einen anderen Look mit euch machen, was sehr, sehr, sehr dunkel ist heute. Super moody. Ich starte mit der Farbe Pigeon. Das ist dieses dunkle Braun mit dem Blendepinsel und arbeite mir die Farbe direkt schon mal hier in die Lidfalte ein. Und baue mir das Pigment dann auf. Es wird wirklich nur so ein Zwei-Farben-Look. Ich liebe diese super monochromen Looks gerade. Ich baue mir die Farbe auf und ihr seht, die lässt sich gut aufbauen. Die ist jetzt nicht zu dunkel, zu krass pigmentiert, dass man das nicht mehr ausgeblendet kriegt. Aber es funktioniert. Trust and believe. Ich muss sagen, Foundation sieht in der Kamera besser aus als im Real Life. Jetzt, wo ich hier den Spiegel gerade so vor mir habe, denke ich mir so, Girl, it's crusty. Aber das ist halt, klar,
Ich habe die Foundation gekauft, weil sie im Fernsehen für einen Film benutzt wird. Kann ich dann erwarten, dass sie für den Alltag funktioniert? Bei 80 € kann ich eigentlich erwarten, dass sie mir den Abwasch noch macht. Ich glaube, dass man da wirklich kein Puder benutzen darf, weil sonst setzt sich das halt unschön hin. Oder ein wasserbasiertes Puder. Erinnert ihr euch an das von Becker? Becker, ist schade, dass es die nicht mehr gibt. Das war ja auch so eins. Das könnte damit, glaube ich, gut funktionieren. Aber wenn man diese verschiedenen Texturen miteinander mischt, kann das mal eben ganz schnell schief gehen. Ihr seht, das ist ein super simpler Look, aber ich habe ja wirklich schon viele Looks mit den Paletten gemacht und gehe jetzt direkt in die Farbe Jock. Das ist so ein dunkler Schimmerton. Und habe wirklich wie so ein schokoladiges Schwarzbraun, wie so Bitterschokolade. Wunder, wunderschön. Aber der hat so einen leichten roten Reflex mit dran. Blende ich die Kante einfach zusammen. Gib mir die Farbe auch gleich in den unteren Wimpernkranz. Und ziehe das dann hier hinten wie so ein Eyeliner hoch. Nehme mir einen sauberen Pinsel ohne Farbe und blende die Kanten hier oben ordentlich. Das ist halt immer so ein bisschen tricky, wenn man mit so ganz dunklen Farben arbeitet. Ein bisschen Bronzer hilft da ganz oft immer, diesen Blending-Effekt ein bisschen weicher zu kriegen. Seht ihr das sofort? Sobald ich keine Farbe mehr dran habe, wird das hier alles weicher. Und der Bronzer passt dann natürlich perfekt dazu. Das ist halt ein schönes Augen-Make-up für abends vielleicht mal. Also schaut bitte unbedingt bei Instagram vorbei. Ich informiere euch, sobald ich weiß, wann es die Paletten, die Disney-Kollektion bei zu kaufen gibt. Und ich habe auch gestern eine E-Mail bekommen von Catrice, dass ich nochmal die komplette Kollektion bekomme und dann auch ein Set an euch verlose. Vielleicht sind es auch zwei oder ich teile das auf. Also abonniert den Kanal, drückt die Glocke und gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Das habe ich mich neulich gefragt. Die Videos kriegen ja immer so 20 bis 30.000 Aufrufe, aber es sind immer nur 2.000 Likes. Pi mal Daumen. Freunde, vielleicht schaffen wir hier 4.000 Likes. Jetzt ist natürlich die Frage, was gebe ich mir auf die Lippen? Normalerweise würde ich jetzt schwarz nehmen. Was habe ich denn hier Schönes rumliegen? Komm, ich zeige euch meine Farbe für meine eigene Firma, die es aber so wahrscheinlich nicht geben wird. Das ist 1:1 meine Hautfarbe. Lasse ich kurz antrocknen und gebe mir Mascara rauf. Und das Video kam, glaube ich, am Freitag online. Falls ihr das nicht gesehen habt, klickt hier gerne einmal rauf, dann werdet ihr es sehen. Die Mascara von Beauty Bakery ist wirklich ein Game Changer. Ich habe die jetzt die ganze Zeit, jeden Tag getragen, mehrfach und ich liebe, liebe, liebe die. Also falls ihr das Video verpasst habt, schaut euch es gerne einmal an. Ich packe es euch hier ins i oder unten in die Infobox. Ich liebe, liebe diese Mascara. Das ist iconic. Wirklich. Ich würde schon sagen, spannenden Look. Ich habe was ganz anderes gedacht, was heute passiert, wie ich aussehe. Aber irgendwie hat's was, oder? Ich weiß es nicht. Also, klar, wir könnten die Augen natürlich auch wesentlich freundlicher schminken mit, wir haben ja hier extrem viele helle Farben drin. Du kannst mit dieser Palette viele monochrome Looks machen. Ich habe mich, wie immer, ihr kennt mich, für den dunkelsten entschieden. Ich liebe dieses so ein bisschen edgige. Ich sehe wahrscheinlich sonst immer aus wie so ein kleiner Milchbubi. Und wenn ich ein bisschen schwarzen Lidschatten tragen kann, sign me in. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag die Lippenkombination auch passend mit der Haut. Die Foundation, ich kann sie euch nicht empfehlen. Also auch wenn sie in der Kamera toll aussieht und ich sie wahrscheinlich für Kampagnen oder so benutzen würde, im Alltag ist sie nicht das, wo ich sage, das ist es. Weil erstmal, Girl, sie ist viel zu teuer. Und zweitens, nee, nee, kann ich nicht machen. Freunde, ich bin gespannt. Gibt es ein Produkt, was euch persönlich super interessiert hat? Gibt es etwas, wo ihr sagt, Mensch, das wollt ihr euch auch vielleicht mal anschaffen oder nochmal anschauen? Dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich setze euch, sofern es die Produkte gibt, schon gibt, noch gibt, alle einmal unten in die Infobox. Bedanke mich, dass ihr heute hier wart und würde vorschlagen, wir sehen uns am Mittwoch hier wieder. Tschüss!